Was kriege ich denn hier? Ist das eine Rainbow-Kiste? Mit Speakerman drin, Junge. Ah, hier gibt es noch irgendwelche OP-Kisten. Drehen wir mal kurz da dran. Komme ich hier ins Game rein, muss ich direkt irgendwelche Bonis öffnen, Leute. Ich dachte, wir machen entspannt das Video. Was bekomme ich? Wer ist er denn? Spotlight Man? Ja, okay, passt schon. Aber Leute, ihr habt es euch gewünscht. Endlich ist es soweit. Wir werden den PvP-Modus, den Spieler-versus-Spieler-Modus mit Rotox spielen heute. Und Leute, kleiner Spoiler, er kann mich noch nicht hören. Er denkt, ich habe nur normale Legendary-Einheiten. Wisst ihr sowas hier, so ein DJ-Man und sowas, denkt er, habe ich, ne? Er weiß nicht, dass wir ein Mythic haben. Und dass wir Upgraded Titan Drillman haben, weiß er auch nicht. Ich starte ganz entspannt rein mit Easy-Einheiten, ja? Pass auf, wir wählen noch hier. Komm, was nehmen wir noch mit? Den neuen Spotlight Man? Nee. Aber guck mal, wir können Speaker Woman können wir hier noch reinpacken. Und wir nehmen mal noch, komm, Spider Speaker nehmen wir noch mit. Und dann trollen wir ihn so ein bisschen am Anfang, bevor wir ihn richtig hops nehmen mit Upgraded Titan Drillman. Schaut gerne bei Rotox vorbei. Lasst ihm liebe Grüße da. Der wird jetzt komplett fertig gemacht, Freunde. Wenn euch so Videos gefallen, auch gerne meinen Channel abonnieren natürlich. Oh, das geht los, Freunde. Auf geht's. Na, mein Lieber, bist du bereit? Ja, ich bin bereit, bist du bereit? Okay, ja, dann komm, dann let's go. Wir gehen direkt rein. Wir gehen direkt rein. Wir halten uns gar nicht lang auf. Okay, komm schnell. Ich habe aber keine Units. Musst du sie ausrüsten oder was machst du? Nein, ich habe dich nur geärgert, Mann. Komm, rein da. So, ich dachte schon. Es geht los. Ich dachte, du hast deine Units vielleicht an Bedürftige verschenkt oder so. Ja, natürlich. By the way, ich hab das schon gespielt und ich kapiere das nicht recht. Was? Da kannst du Einheiten schicken mit. Ja, das schon. Aber ich kann aber nur Einheiten schicken, doch wenn ich dann $50 habe, oder? Oder wenn ich $500, das ist irgendwie... Ja, natürlich, wenn du das Geld dafür hast. Ja, genau, oder, aber irgendwie wird nichts abgezogen. Also doch, da wird was abgezogen, nur nicht so viel, wie es kostet. Ich weiß auch nicht, wieso. Ja, egal, konzentriere dich lieber darauf, dass ich dich jetzt nicht fertig mache. Machst du nicht. Safe, ich habe schon gesagt, du musst dich auf eine ganz, 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 ganz schlechte Zukunft vorbereiten. Ja, wieso? Hey, wieso hast du den Plunger Man? Warum hast du den Plunger Man? Was soll das? Was hast du noch für Einheiten? Nichts. Warte mal. Ich hab gar nichts. Nein. Du weißt aber gar nicht, was ich so für Einheiten besitze. Von daher. Nee, das weiß ich nicht. Aber du wirst gleich schon merken, wenn du mit dem linken Auge in die rechte Hosentasche guckst. Ha! Was? So, erstmal hier den Plunger Man upgraden. Okay. Let's go. Ich werde dich so hops nehmen jetzt. Nee, wird er nicht. Wenn wir fertig sind, weißt du nicht mehr, wo oben und unten ist. Oh, was kommt da denn? Oh, das ist schlecht. In Wahrheit habe ich nämlich sogar geheime Einheiten hier im Game, die sonst niemand hat. Echt? Oh, ja. Da bin ich aber gespannt. Du. Ich habe nämlich mit dem Entwickler geschrieben, damit er mir einen Bonus gibt. Ups, es sind Einheiten durchgekommen, das ist nicht so gut. Ist bei mir auch so, aber ist egal. Oh. Ist egal, juckt nicht, oder? Ja, ich habe noch einen neuen Plunger Man hier hingestellt einfach, der macht das. Aber der greift so langsam an am Anfang, der dämliche Dulli. Hä, was ist das denn? Ich dachte, die Unit hier, die schmeißt Einheiten raus. Wer? Was soll das denn? Ja, dieser Helikopter hier. Glaube ich nicht, der macht irgendwas anderes. Ja, eine Scam-Unit ist das. Sieht schlecht aus für dich, ja? Auf einer Skala von 1 bis 10 würde ich mein Geld zurückverlangen. Auf einer Skala von 1 bis 10 ist schlecht. Ist so, auf der Skala von 1 bis 10 ist das höchstens 5 von 7. So. Guck mal, hier gleich noch schön die Upgrades hier. Upgraden? Wieso sind deine... Welches Level sind deine Plunger Man? Level 0 noch? Was machst du denn da? Nee, Level 1, zum Quatsch. Level 0? Nein, hier auf dem Game startet es in Level 0. Ja, aber der andere ist Level 1 schon. Hä? Aber ich habe nicht genug Geld, um den anderen... Hier, der ist Level 1. Ja, habe ich gerade erst gesehen. Mach mich nicht nervös. Entschuldigung. Ich wollte nur mal nachfragen, weißt du? Ja, hören Sie auf damit. Hätte ja sein können, dass du dich vertan hast oder so. Ich möchte das nicht. Guck mal, mein DJ, der ist nice. Boah, wer ist das denn? DJ, man, den habe ich auch. Echt? Das ist gut. Ja. Guck mal, ich habe auch. Aber ich habe ihn nicht dabei. Wer ist er? Clockwoman. Clockwoman habe ich nicht. Echt nicht? Nee, Clockwoman habe ich wirklich nicht. Die ist super. Nee, Clockwoman ist nicht so gut. Doch, die ist super. Nee. Ich mag sie. Hast du Titan Clockman? Nee. Warum nicht? Weiß ich nicht. Tja, schlechte Karten, würde ich sagen.
Ja, es kann nicht jeder so gut sein wie du, ne, Herr Schulfer? Es kann nicht jeder so gut sein, aber... Toiletten zu senden. In Wahrheit habe ich gar keine guten Einheiten. Ich schicke dir jetzt auch erstmal einen Batzen Toiletten rüber, let's go. Nein, hör auf. Aber guck mal, ich bin schlechter als du, ich habe schon mehr Leben verloren. Stop it. Wow, 20 HP. Ja, das ist schlecht. Bro. Ganz schlecht. Auf der Skala von 1 bis 7 ist es nicht gut. Oh. Alter, hier kommt auch schon wieder irgendwas durch, das ist nicht gut. Mach ich dich doch fertig? Ja, ich hab... Richtig hier weggeholt, oh nein. Krieg schon ein bisschen Kopfschmerzen auch gerade. Ey, was hat denn der? Der hat ja fast gar nichts an... Oh mein Gott. Zack, okay, oh nice. Oh mein Gott, no. Der hat was? Was meinst du? Nichts, alles gut. Alles gut bei dir, sagst du? Ey, hör auf, mir immer so viel zu schicken, ich weiß das. Hör auf. Ja, ich schick dir nichts. Hören Sie bitte auf. Ich hab dir noch nicht viel geschickt. Ich schick dir gleich mal was, da wirst du aber dich umgucken. Weißt du, warum das so ist? Das kostet $10, nur eine Unit zu schicken, aber du kannst die Unit erst schicken, wenn du den Betrag hast, gesammelt hast, der darunter steht. Jede Einheit da drüben kostet unterschiedlich. Die kosten nicht alle 10. Echt? Ja. Ich kann doch nicht zählen. Ich bin zu schlecht. Ist nicht schlimm. Jo, was ist das denn da hinten? Was ist was? Speakerwoman. Okay, das ist Speakerwoman, die allerechte. Okay. Ja. Muss ein bisschen aufräumen hier. Ist auch wichtig. Vielleicht schafft die es hier ein bisschen was aufzuhalten, aber wichtig, die greift halt auch nur alle 2,5 Sekunden an hier am Anfang. Ist echt schlecht, Mann. Eieiei, guck dir das an. Ey, das ist echt nicht gut. Gruppe. Was hast du sonst noch so für Einheiten in deinem Team, die du noch nicht gezeigt hast? Hä? Nichts mehr, das ist alles. Ey! Was soll denn das? Warum hast du den? Wen? Hä? Upgraded Titan Drillman? Ja. Warum hast du den denn? Der ist zu mir gekommen und hat gesagt... Ach hey, so! Zum Glück habe ich auch einen! Ich wusste, dass du den hast! So ist das nämlich. Ich lasse mich hier doch nicht veräppeln. Oh, nice. Mann, ich habe gehofft, du hast den nicht und ich kann dich komplett hops nehmen. Jetzt wird es natürlich spannend. Aber Hauptsache, du hast auch Clockwoman. Ah, ärgerlich. Ich dachte mir schon, dass du ihn hast. Also irgendeine krasse Unit. Aber jetzt hast du definitiv weniger Leben als ich. Hä, ja. Eben im Call vor dem Video hast du noch gesagt, ich hab nur ein paar Legendaries, ich hab keine guten Einheiten. Ja, das ist aber auch mein einzige Gute. Okay, und Plunger. Hat er mich auch voll hops genommen, ey. Mit den Crates habe ich hier genauso wenig Glück wie in Toilet Tower. Ich habe hier kaum Crates geöffnet bis jetzt sogar. Achso, okay. Also in dem Jahr habe ich noch nicht so viele Crates geöffnet. Ich habe nur Geld für Exclusives ausgegeben. Ja, wenn man die halt sicher bekommt, ne? Ja, safe, easy. Das ist so. In dem anderen tolle Tower Defense Game werden wir auch Upgraded Titan Drillman nicht bekommen. Ja, nee. Jedenfalls noch nicht. Deswegen wollte ich ihn da haben, damit ich ihn irgendwo so, schicke ich dir mal ein paar starke Units jetzt. Ich wünsche viel Spaß. Nee, wieso? Aber wie kannst du die jetzt kaufen? Ja, weil du jetzt 1200, ja, passt schon, ne? Alles gut. Alles gut, ne? Passt schon, ne? Sagst du? Ich hab nur ein bisschen beschimpft. Ah, okay. Ja, aber die kannst du easy aufhalten. Ja. Ripperino. Ich hab noch ein Upgrade drin. Was? Ich hab noch nicht mal ein Upgrade drin. Wo drin? Ja, hier im Upgraded Titan Drillman. So, ja, ich auch noch nicht. Brauch ich auch nicht. Doch. Ich hab meine Plunger-Man schon auf Level 2, du. Wow, Bro. Cool, ne? Du krass, nicht. Der allerechte. Du Amateur. Ich spare. Wo drauf doch, denn? Einen habe ich schon auf Level 2. Natürlich. Ja, jetzt gerade geupgradet. Nein, stimmt gar nicht. Natürlich. Den anderen hast du gerade auch erst auf Level 1 gemacht. Der war gerade noch auf Level 0. Ich habe noch nachgeguckt. Achso, okay. Mann, du denkst auch, ich bin doof auf einem Auge. Übrigens hat der Upgraded Titan Drillman hat noch eine Special Ability. Die was denn? Was hat der? Ich habe einen Trade verpasst. Was hast du denn verpasst? Einen Trade. Du kannst ihn ja einen Trade. Oh ja, ich sehe es gerade. Critical 3, ja, das habe ich nicht. Ja, und Plungers haben Critical 2. Das ist nicht gut. Aber zum Glück hast du schon weniger Leben als ich. Ja, aber das heißt ja nichts. Doch. Das heißt, du bist schlechter. Achso. Ist ja logisch. Wie er da am Fenster steht und lurt. Ich beobachte dich, was du da drüben so machst, deine Strategy. Schau da nicht rein. Ich beobachte deine Strategy, ob die gut ist oder nicht. Nee, die ist schlecht. Alles aber Hauptsache, nicht. Wir sind schon auf Welle 13, gar nicht. Mal sehen, wie viele Wellen wir hier zusammen überleben müssen. Wie viel hattest du hier, Max?
Hast du schon mal mit einem? Boah, keine Ahnung, ich glaube, das Maximale, weil er will 20 Mal gegen jemanden. Okay. Aber ich bin mir gar nicht mehr sicher. Die Leute quitten immer rein, wenn ich meine Einheiten platziere. Ja, ich hatte auch einen, da habe ich den Drillman placed und dann eher OMG und dann war er. Ich will die Leute immer trollen. Ich platziere sogar gar nicht den Drillman. Ich hole dann erstmal nur so Plungerman und so und dann hören die Leute immer schon auf nach 5 Minuten. Einmal hat einer innerhalb von 4 Wellen sogar verloren. Vom Leben her. Hat zu viel durchgelassen. Ja. Junge. Der hat irgendwie nur so einen Cameraman platziert und den nicht geupgradet. Ich weiß auch nicht, was mit dem los war. Dem ging's nicht so gut. Ich schick dir gleich so eine Hacker-Toilette mit 75.000 Leben. Mach das. Ist kein Problem. Mach ich auch. Ja, ist alles easy. Ja, mach. Ich hab ja meinen Drillman schon auf Level 5. Also willst schon? Oh, oh. Ey, mein Drillman ist schon Level 5. Quatsch mir nicht voll, Mann. Mist, ist der überhaupt nicht. Level 1. Ja, ich weiß. Du weißt schon, dass ich das sehen kann, ne? Ja, nee, ich dachte, du bist blind auf einem Auge und fliegst da vielleicht auf. Hör auf, jetzt durch die Scheibe zu luren. Ja, aber die Scheibe ist doch da, ich muss doch durchgucken. Ja, ist meine Scheibe, nicht deine. Hau ab. Jo, er hat extra einen Bonus gezahlt für die Scheibe, oder was? Ja. Ey, nächstes Mal getönte Scheiben, damit du hier nicht mehr reingucken kannst. Oh Mann, jetzt kommt hier der Evil Overlord, der kommt jetzt durch, den kann ich nicht aufhalten, bin ich zu schwach für. Ey, wir sind Wave 16, das ist gut. Die Profis sind wir auch. Die Allerechten. We are the Allerechten. We are the Champions. My friend. Nachher so Copyright Strike. Weil wir so gut singen. Let's go, man. Ey. Ja, ich werde dich so wegrasieren. Ich schwöre. Ja, ich mach dich platt. Ja? Okay. Ist mir egal, ob du da irgendwelche Traits und Abilities reingeshoppt hast, weil du so viele Robux ausgegeben hast. Ich mach dich trotzdem fertig. Okay. Weil deine Strategie schlechter ist, weißt du? Meine Strategie ist schlechter? Ist sie. Memo. Safe. Ihr mich disst hier. Safe ist die Strategie schlechter. Ich bin der allerechte Tower-Defense-Profi. Ja, komm, du hast 4200. Der schick mal was rüber, komm. Lass ich mal hab, was sehen. Ich hab mehr Wellen als du im Endlos-Modus geschafft. Weißt du warum? Weil ich mir Robux ausgegeben habe. Ich hab 80 geschafft. Ich hab 80. Hast du gar nicht, aber nicht im neuen Update. Was im neuen Update? Im neuen Endlos-Modus-Update, wie der Modus jetzt ist? Ja. Schaffst du keine 80. Junge, schau doch das Video an. Guck doch das Video an. Ja, aber so wie der Modus jetzt gerade ist vom Schwierigkeitsgrad, der wurde doch vor 3 Tagen erst angepasst. Ja, ich weiß. Das schaffe ich. Also, da siehst du, da habe ich aber 80. Jetzt hast du mir meine Frage beantwortet, weil ich dachte mir schon, dass der angepasst wurde. Ja, siehst du. Ja, natürlich wurde er angepasst. Ja, toll. Warum? Finde ich nicht gut. Damit es schwerer ist. Nein, ist aber nicht gut. Doch. Ich finde das gut. Wichtig und richtig. Ich könnte den jetzt upgraden. Die Frage ist, ob ich das mache oder Geld spare. Nee, spare ruhig Geld. Ist noch nicht nötig. Ich will dich fertig machen. Wir haben ja gesagt, derjenige, der fertig gemacht wird, der muss ja eben eine 100€ Roblox-Giftkarte für den anderen kaufen. Willst du diese Wette wirklich eingehen? Nein. Okay, Turnier um 100€ Roblox-Guthaben machen wir im nächsten Video, okay? Okay, machen wir da. Gut. Ich muss erstmal, ja genau, damit du dich vorbereiten kannst und die 8000 Exclusive-Einheiten ziehst, oder? Nö, das mache ich nicht. Ja, ja. Gleiches Team, nur ich hole mir auch Abilities in meine Einheiten rein. Ja. Und neue Einheiten zu den Abilities, oder? Nein, sowas mache ich nicht. Glaubst du, ich gebe 500€ Robux aus, um 100€ zu gewinnen, oder was? Nein. Ja, würde ich machen. Konzentrier dich jetzt, sonst verlierst du. Ich verliere nicht. Ey, safe. Ey, was ist das? Was sind ja so 10.000 Leben-Dinger sind das. Hilfe. Naja, easy. Schaffst du doch, oder? Ah, ich sterbe. Die werden bei mir jetzt aber auch ein bisschen kritisch, glaube ich. Echt? Ich upgrade mal lieber meinen Drillman kurz. Hast du den noch nicht geupgradet? Als noch auf Level 0. Was fällt dir ein? Ja, schau, jetzt habe ich einen nicht zu verachtenden Vorteil gegenüber dir. Oh, nicht zu verachtend. Ich finde dich schon verachtend. Verachtenswert. Warte nur, wenn ich dir die Hacker-Toilette mit 75.000 Leben schicke. Quatsch. Junge, was will die machen? Die macht dich fertig. Feuchten Kehricht. Guck mal deine Plungers an hier. Was ist mit denen? Die können gar nichts. Der eine ist noch Level 0. Was? Ja. Junge, was redest du? Ey, der war gerade Level 0. Ich habe gerade draufgeklickt. Es wurde angezeigt. Ach, Junge, Quatsch. Ist in meinem Video doch sogar sichtbar. Jo, wahrscheinlich. Ey,
Wie er reintrollt, als würde ihm jemand glauben. Wieso hast du jetzt den Drillman auf Level 2? Ja, weil ich das. Warum denn nicht? Was soll das? Oh, ja, oh. Wie? Hä? Oh, ich werde jetzt. Damit ich die Einheiten hier hops nehmen kann, schneller. Ist doch logisch. Also, Julfas Strategie ist nicht so gut, Leute. Ja, seit der. Ey, du hast schon zwischendurch jetzt Einheiten verkauft, die irgendwo hinten standen. Du hast schon so viel Geld gewastet. Nee, ich hab ist Turbo die schlecht. Nicht verkauft, ich hab die nur aufgegessen. Ja. Das ist ein Unterschied. Ja. Hör mal auf, immer so zu dissen, ja. Du wirst nämlich jetzt gleich verlieren, Bro. Weiß ich nicht, also wenn ich mir so die Lebensleiste oben in der Mitte angucke, würde ich mich nicht da drauf verlassen. Ne? Wegen den paar HP-Unterschied. Junge, selbst deine Hacker-Toilette kann mir gar nichts anhaben, weil selbst mein einer Plunger-Man jetzt schon 6K macht. Schick jetzt mal, schick die Hacker-Toilette. Komm, du hast doch die 8K. Nee, schick sie, los. Nee, ich schick keine Hacker-Toilette. Komm, schick sie. Nee, will ich nicht. Ich will nicht so ehrenlos sein. Willst du 14K sparen oder was? Das würde ich auch nicht retten. Ja, aber ich will nicht so ehrenlos sein und die Hacker-Toiletten schicken. Ach so. Ehrlich, nee, will ich nicht. Meinst du, dann ist doch schon hier? Nee, was? Nee, ist nicht hier. Weiß Guck nicht, mal, wie sie weggefetzt wird. Alter, keine Chance, das Ding. Ich weiß nicht, was du meinst. Das Game hängt bei mir, jetzt nicht mehr, jetzt geht's wieder. Da ist die erste Hacker-Toilette schon down. Warum hast du so viele geschickt? Ich schick doch gar nicht. Schau mal, dreckiger Dan. Hör auf sofort. Oh Mann, Mist, die kommt durch. Kommen sie gar nicht. Nicht die kommt nicht durch. Ja, ist gut. Okay. Sie kommen wirklich nicht durch. Gott sei Dank, ey. Ja, ich weiß. Boah, ich hab schon Panik bekommen. Ist sehr schlecht. Sehr schlecht. Warte, was kostet hier Upgrade? 8,5 kostet das nächste. Naja, gut. Ah, Mann, schade. Schade, dachtest du, du hast ja was geschafft oder was, hä? Ja, ich weiß ja nicht, warum die so langsam sind da, diese Kack-Units, Mann. Alter. Junge. Du kannst gar kein Geld in Upgrades investieren jetzt, weil du als die Hacker-Toiletten schicken musst. Schwierig. Oh, ich kann trotzdem ein Upgrade kaufen, ich habe nichts verloren. Kauf doch mal ein teures Upgrade für deinen Drillman. Nee, brauche ich nicht. Für was denn? Der ist ja okay. Gut. Ja, mach ruhig so weiter. Du schickst mir ja sowieso nichts. Also. Nee, kann ich auch nicht. Ich habe ja kein Geld. Ja, eben. Du hast 594. Du hast vor lauter Angst deinen Drillman wieder geupgradet. Nein, ging ja gar nicht. Ich habe meine Plungerman nur auf Max-Level gemacht. Ja, wie er denkt, er gewinnt, ey, weil er jetzt hier Hacker-Toiletten schicken kann. Ja, warte nur. Ich warte. Du wartest jetzt auf 14K, dann schickst du die Large Mutant Toilet, die wird aber auch nicht durchkommen. Aber selbst die Plain Toilet ist ja irgendwo wack mit 350k, wenn du die erst schicken kannst, wenn du 30.000 hast. Ah, die Plain Toilet, die wird, glaube ich, schon rasieren, weil die ist halt auch schnell, ne? Ja gut, schon, aber bis du da zu dem Zeitpunkt überhaupt bist, wo du die nehmen kannst. Also, ja, das stimmt. Dahin hast du deinen Drillman schon auf Level, weiß ich nicht. Also, 17. Schwierig, ja. Ich glaube, das wird ein langes Turnier, mein Bester. Aber auch, ja. Vor allem, wenn wir dann noch ein paar mehr Drillmans hinsetzen. Jeder hat ja nur einen. Richtig Game Over gleich. Hast du hier schon wieder Hacker-Toiletten geschickt? Nein, wirklich nicht. Hör auf! Guck, da sind Hacker-Toiletten dabei. Ich hab nichts gemacht. Klar sind die dabei. Achso, ja, stimmt, die stimmen bei dir auch, ja. Bitte nicht. Na gut. Ich hab nichts gemacht. Entschuldigung, ich wollte nicht gemein sein. Ich hab gar nichts gemacht. Meine geheime Unit habe ich ja eh noch nicht platziert, von daher. Ich habe so ein Gefühl, dass da irgendwas ganz was Schlimmes kommt. Ich weiß nicht. Nein, ich habe tatsächlich. Drillman ist tatsächlich auch meine beste Unit. Ich habe extra keine Legendaries und so eingepackt, weil ich dachte, das reicht, was ich habe. Ich hab die Tour. Hä? Oh. Nix, war schon. Kommen die durch bei dir? Gut, nee. Dass ich gleich auch 8K hab. Ich hab schon geupgradet jetzt. Ich dachte, wen hast du geupgradet? Den Drillman. Ich dachte, ich hätte es mir sparen können, aber. Der ist nur Level 1. Nö, Level 2 ist er. Schau, das ist ein Anzeigefehler. Jetzt ist er. Okay, stimmt. Ist es tatsächlich ein Anzeigefehler, ja. Für mich ist okay, Level Verzeihung 2. Dann entschuldige ich mich für die Beleidigung am Anfang vom Video. Ich bin schon gewohnt, beleidigt zu werden. Yo, abends schicke ich Rodox immer so Sprachnachrichten. Du Opfer, du bist schlecht in Tower Defense. Ich habe bessere Units als du. Nach zu Videoanruf.
Ich weine mich dann immer in den Schlaf. Videoanruf, ja. Oder? Wenn du beim Kacken sitzt. Ja, ich habe bessere genau. Units als du. Rate mal, wer Upgraded Titan Drillman hat. Ich nicht. Mann, schade, dass man so langsam Geld bekommt in dem Game. Gibt's ja eigentlich so Booster-Units für Geld, weißt du das? Das weiß ich nicht. Ich habe letztes Mal hier so ein... Ich habe letztes Mal einen Scientist gesehen, aber ich weiß nicht, was der macht. Den hat jemand hier geplaced, da ja. Wo ich gerade rumlaufe, aber deswegen hat er auch nicht mehr Kohle bekommen. Also ich glaube, hier gibt's sowas nicht. Ja, kann sein. Wäre ja auch komisch, wenn das im PvP-Modus funktioniert. Wie viel Schaden macht Clockwoman auf Maximallevel? Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Kannst du es nicht nachgucken? Nö. So. Belastend. Guck mal, ist dir schon was aufgefallen? Schau mal hier was unten, denn? Da liegt jemand in der Lava drin. Das ist ja, dem geht's nicht gut. Ah, okay. Gut. Der ist gestolpert und gefallen. Gut zu wissen. Das passiert manchmal, wenn man im Metallbau arbeitet. Erstmal in die Lava fallen. Also. Alter, was kommen denn hier für Dinger? Was sind Elite Strider? Ja. Ach nee, der hat nur 50k. Ich hab mich verguckt. Ich dachte, der hat mehr. Die sind nicht so lustig. Jo, geht. Sind nicht. Was hast du da geschickt? Gar nichts. Large Mutant Toilet. Oder was? Was macht die? Keine Ahnung, sehen wir jetzt. Ey, das gibt's doch nicht, dass wir nicht vorwärts kommen. Kriegt auf jeden Fall mies einen in die Backe, kriegt der. Der Kollege Schnürschuh. Aber wird schon kritischer jetzt. Ja, der Drillman, ey. Der Drillman. Der Drillman reißt es raus. Ja. For real, for real. So. Der Cooldown ist doch ein Scam. Warum kann ich dir nicht einfach diese... Welcher Cooldown? Ja, von diesen Units. Von den Einheiten, ja, genau. Er schickt einfach 7000 Einheiten auf einen Schlag so. Ja, das wäre doch nice. Oh, was kommt hier denn? TV-Claw? Oh, oh. Der ist schnell, der ist schnell. Wir müssen ein Upgrade machen. Jupp, oh, no. Muss auch ein Upgrade machen. Yo, oh, ich kann den auch nicht aufhalten. Der kommt bei mir auch durch, oder? Oh, holy Macaroni. Nee, ich hab ihn. Ich hab ihn. Ich hab ihn auch, aber ganz knapp. Mhm. Ah, Mist, ey. Ich hatte gehofft, du kriegst ihn nicht. Aber dann musstest du auch investieren erstmal, ja? Jetzt musste ich auch investieren, ja. Ich hab jetzt... Alter, wer kommt denn da noch? Oh. Rocket Laser, Heini. Ach, du heilige Mutter. Oh, mein Gott. Auf Welle 30 wird's jetzt hier aber langsam kritisch, du. Na, ist kein Problem. Ist kein Problem für unseren Drillman. Alles ist easy. Was schickst du da? Schickst du da was? Konnte ich ja. Ich habe eben ein paar Hacker geschickt, aber jetzt kann ich nichts mehr schicken. Okay, ja. Ich habe ein paar Hacker geschickt. Ein paar Hacker, die dein System lahmlegen zu Hause, damit du aufgeben musst. Oh Mann. Ja, was haben wir? Ob ich alle upgraden soll. Jetzt kommen ja aber starke Einheiten, ne? Aber sie kommen auch nicht durch. Wir sind zu gut. Ich upgrade jetzt meine Planschers. Einfach zu gut hier im PvP-Modus, Junge. Geld investiert. Oh, oh. Alter, 305.000? Oh, Junge. Haben die jetzt, Leben? Holy shit! Jetzt glaube ich... Oh, oh. Das wird aber amtlich jetzt, du. Die schaffe ich nicht. Die schaffe ich nicht. Ich auch keine nicht, Chance. Obwohl ich da... Guck mal, was ich da Drillman stehen habe. Oh, nö. Wie viel Schaden werden die machen? Ja, ich habe verloren, weil ich ein paar HP weniger habe. Meinst du? Ja, 100 Pro. Warte, schauen wir mal, was passiert. Oh nein. Oh, wie viel Schaden machen die? Wow, was? Junge, ich hab gewonnen! Was? Was? Wieso hast du gewonnen? Ja, meine Roblox-Giftkarte! Nein, was? Das kann doch nicht sein, wieso hast du gewonnen? Wir haben doch gleichzeitig verloren. Ich fordere ein Rematch. Im nächsten Video. Das lassen Sie nicht auf mir sitzen. Ich tanze gerade. Freunde, das gibt Rache. Wir sehen uns im nächsten Part. Macht's gut und bis dahin.